Willkommen zurück zu unserer Einleitung zum Thema binäre Optionen. In diesem Video werden wir über die Tageszeit reden und wie diese ihre Handelsstrategie beeinflusst. Heute handeln viele Finanzmärkte, vor allem die, die am meisten liquide sind, 24 Stunden am Tag. Sie müssen wissen, zu welcher Zeit Sie am besten Transaktionen durchführen, um konsistent Profite zu erzielen. Welche Zeiten sind am besten? Nun, die Antwort kommt darauf an, mit welchen Anlagen Sie handeln. Generell sollten Sie die Zeit auswählen, zu der die meisten Marktteilnehmer wach sind, bei der Arbeit sind und auch am Handeln sind. Das heißt, dass Sie mehr Liquidität haben und eher konsistent vorhersehbare Märkte. Außerhalb der Stoßzeiten kann eine einzige Transaktion den Markt bewegen und Ihren binären Optionenhandel negativ beeinflussen. Zum Beispiel handle ich hier mit dem Währungspaar Euro und US-Dollar. Dieses Währungspaar wird in der ganzen Welt gehandelt, aber vor allem in New York und London. Die beste Zeit, dieses Paar zu handeln, ist zwischen 8 und 11 Uhr morgens New Yorker Zeit. Denn zu dieser Zeit sind die Devisenmärkte in New York und London gleichzeitig geöffnet. Die Geschäftszeiten überschneiden sich in diesem Zeitraum. In diesem Zeitfenster werden wirtschaftliche Nachrichten über die US oft berichtet und dies kann den Markt bewegen. Aus dem Grund sollten Sie immer den Wirtschaftskalender überprüfen, um für kommende Nachrichten gewappnet zu sein. Außerdem sollten Sie die Nachrichten im Fernseher und im Internet verfolgen, damit Sie nicht von Ankündigungen und Ereignissen überrascht werden. Sie können mit Euro und US-Dollar handeln oder mit einem anderen Währungspaar oder sogar einer anderen Anlageklasse. Das Konzept ist dasselbe. Machen Sie sicher, dass Sie den Hauptmarkt für Ihr Wertpapier kennen und die Geschäftszeiten für diesen Markt. Falls es mehr als einen Hauptmarkt gibt, sollten Sie sich auf Zeiträume konzentrieren, in denen sich die Geschäftszeiten überschneiden. Und dann sollten Sie natürlich auf Nachrichten achten, die den Preis Ihres Wertpapiers beeinflussen könnten. Eine weitere Sache, auf die Sie achten sollten, ist, wann am Tag die Eröffnungs- und Schlusspreise für den Markt sind. Diese Zeiten sind besonders wichtig, wenn es um den Aktienmarkt geht. Zur Eröffnungszeit bekommen Händler ihre erste Chance, auf die Informationen der vorhergegangenen Nacht oder des Wochenendes zu reagieren. Falls Trends vor der Markteröffnung gut aussehen, zum Beispiel nach guten Nachrichten in der Wirtschaftswelt, dann lohnt es sich oft, auf positives Momentum zu wetten und Call-Optionen zu kaufen. Dieses Momentum zur Eröffnung hält normalerweise 5 bis 10 Minuten und man kann in den paar Minuten oft mit Call-Optionen Geld verdienen. Falls es keine positiven Nachrichten gab und der Markt schon ziemlich hoch handelt, dann lohnt es sich oft zu wetten, dass der positive Trend sich umkehrt und Put-Optionen kaufen. Ein Vorteil binärer Optionen ist, dass sie so schnell sind. Daher können Sie eine Transaktion innerhalb ein paar Minuten nach der Eröffnungszeit abschließen. Ich handle oft den amerikanischen S&P-Index und an diesem spezifischen Tag, wie Sie sehen können, wusste ich, dass neue wirtschaftliche Nachrichten um 10 Uhr morgens erscheinen würden. 10 Uhr morgens wird durch die vertikale blaue Linie gekennzeichnet. Ich wusste das, was auch immer ich für Transaktionen hatte, alle mussten vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Es gab allerdings keine neuen Nachrichten direkt nach der Markteröffnung. Der Markt stieg höher, als er vor der Markteröffnung stand. Die horizontale Linie repräsentiert das maximale Preisniveau, das während des Vormarkts erreicht wurde. Sobald der Markt über dieses Niveau anstieg, habe ich eine Put-Option gekauft und darauf gewettet, dass der Markt sich vor den Nachrichten wieder umkehren wird. Und weil binäre Optionen so schnell sind, war es möglich, meine Wette abzuschließen und einen solch kurzen Verfallszeitraum zu wählen, dass ich meinen Profit noch vor den Nachrichten gemacht habe. Und wenn wir uns auf den Marktschluss hinbewegen, gibt es noch eine Zeitspanne, die Sie ausnutzen können. Am Marktschluss drängeln sich Händler, um ihre letzten Transaktionen durchzuführen, bevor der Markt für die Nacht oder das Wochenende schließt. Fast alle Transaktionen, die zwischen einer halben und einer Stunde vor Marktschluss durchgeführt werden, können Sie als Marktschlussoptionen betrachten. Für diese Transaktionen haben Sie aufgrund der Geschehnisse des Tages mehr Informationen, als Sie es bei der Markteröffnung hätten. Es ist nur wichtig, den relevanten Trend zu erschließen und herauszufinden, ob er weiter besteht. Hier ist ein weiteres Beispiel. Wieder betrachten wir den S&P-Index und dies ist ein Freitag vor einem langen Wochenende. Händler werden also sicher machen wollen, dass ihre Portfolios alle gut positioniert sind, bevor sie in die Ferien gehen. Wenn wir uns den Tag anschauen, sehen wir, dass der Markt es versäumt hat, den Schlusspreis des vorherigen Tages am heutigen Eröffnungszeitpunkt zu erreichen. Die grüne repräsentiert hier den Schlusspreis des Vortages. Später am Tag ist der Markt dann doch höher gestiegen, aber schnell wieder abgefallen.
So fing der bärische Abwärtstrend an. Als der Preis zum dritten Mal am Tag fiel, diesmal unter den Schlusspreis des Vortages, wurde der Trend für den Rest des Tages gesetzt. Und auf diesen Trend basierend konnte ich ein paar binäre Put-Optionen erstehen. Die erste habe ich gekauft, als der Preis vom Vortagspreis abfiel. Die zweite Option, nachdem der Markt unter das Stützniveau fiel, welches durch Transaktionen früher am Tag angedeutet wurde. Und die dritte habe ich gekauft, als der Preis an diesem Niveau wieder versagt hat, nach oben durchzubrechen. Beachten Sie, wenn der Trend sich an irgendeinem dieser drei Punkte gekehrt hätte, hätte ich sofort aufgehört, auf diesen Trend zu setzen. Sie müssen in der Lage sein zu erkennen, wann Trends beginnen und wann sie enden. Aber hier ist ein Beispiel davon, wie Sie einen Trend nahe an der Schlusszeit benutzen können. Und Sie können sehen, dass der Trend sich über den Nachmittag hinweg weitergesetzt hat und sich näher an der Schlusszeit auch noch verstärkt hat. Binäre Optionen sind einzigartig, weil man sie so schnell handeln kann. Das heißt, dass Sie Informationen und Preisbewegungen zu vielen verschiedenen Zeitpunkten ausnutzen können. Ein Verständnis davon, wie die Tageszeit Ihre Wertpapiere beeinflusst, kann Ihnen bei Ihrer Handelsstrategie sehr behilflich sein.